1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, zu später Stunde. Wir sind heute hier mit einer freien und offenen Talk Radio Show. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Katrin und Katrin ist 21 Jahre alt. Hallo Katrin. Ja, hallo. Hallo Katrin. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir darum, ich bin sehr in einen Mann verliebt und es klappt alles nicht so, wie es klappen sollte. Mhm. Ja. Erzähl mal ein bisschen näher. Genau, ich muss dazu auch ziemlich weit ausholen. Nee, weit ausholen ist immer schlecht. Machen wir es mal komprimiert. Wie lange kennst du diesen Mann schon? Ja, ich kenne ihn seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Ja, vor 6 Jahren sind wir auch zusammengekommen, als ich 15 war. Was heißt zusammengekommen? Wir waren dann zusammen, wir waren 2 Jahre zusammen. Ach so, ihr wart schon mal zusammen. Ah, ja. Wir waren schon mal zusammen, richtig. Also ich habe bei dem gewohnt auch sogar. Und das ist alles sehr schlecht gelaufen. Er hat mich oft betrogen, unter anderem auch mit meiner besten Freundin. Ich habe das gesehen, es war alles ganz schlimm irgendwie früher. Mhm. Ist der Mann viel älter als du? Ja, also 6 Jahre. 6 Jahre. Mhm. Der ist 6 Jahre älter als ich, ja. Mhm. Und ist bei mir aber nichts Besonderes. Also ich habe fast nur mit älteren Leuten zu tun. Ja, so, dann ist die Sache aber auch wieder auseinandergegangen. Ja, nach 2 Jahren, genau. Mhm. Und dann hatten wir 2 Jahre gar keinen Kontakt. Mhm. Und jetzt vor 2 Jahren haben wir uns wieder getroffen irgendwie. Und seitdem treffen wir uns mehrmals die Woche. Mhm. Wir sind, also ich würde sagen, beste Freunde, obwohl ich das so abgegriffen anhört. Mhm. Also, dieser Mann hat dir damals sehr wehgetan. Sehr. Sehr. Extrem. Er hat dich betrogen mit deiner besten Freundin? Ja, also nicht nur mit der, auch mit anderen Frauen. Er war auch allgemein nicht so nett. Der hat einfach nicht zu mir gestanden. Ja. Und wie kann das sein, dass ihr heute jetzt beste Freunde seid? Ja, das frage ich mich manchmal selber. Es hat sich aber sehr viel verändert. Also wir hatten, als wir uns damals wieder getroffen haben, eine Aussprache. Er hat sehr viel bereut. Wir haben beide geweint während dieser Aussprache. Mhm. Er kann selber gar nicht mehr verstehen, warum er mich damals so behandelt hat. Mhm. Für mich ist die Begründung, er hat extreme Angst vor Emotionen. Mhm. Und ich kenne auch einige seiner Ex-Freundinnen oder auch viel von seiner Geschichte. Und ich weiß, dass die Frauen, die er besonders gerne hatte, die hat er eigentlich immer sehr schlecht behandelt. Mhm. Und er sagt auch heute, eine Freundin, die er haben wollen würde, die müsste eigentlich nur gut aussehen und gut im Bett sein und für alles andere hätte er im Prinzip mich. Bitte? Für alles andere hätte er im Prinzip mich. Ach so, für alles andere hätte er dich. Ja. Ja. Also nicht, dass ich nicht gut aussehen würde, aber so, also. Und was ist dein Gefühl für diesen Mann aktuell? Ich liebe den auf jeden Fall sehr. Ich liebe ihn. Ja. Weiß er das? Ja, ich habe es ihm vor ungefähr 3 Wochen gesagt. Oh, und wie hat er reagiert? Ja, entgegen aller Vermutungen hat er tatsächlich gesagt, dass er mich auch liebt. Aber dass es nicht geht. Weil? Weil er so viele Ängste hat. Weil er meint, dass es nicht klappen würde, dass wir uns gegenseitig nicht gut tun würden. Verstehe ich nicht. Verstehst du? Ja, jein. Also er hat halt unheimliche extreme Probleme mit Emotionen und Angst davor. Und ich bin sehr emotional. Also ich bin schon vielleicht die Klette, könnte man sagen. Obwohl ich mich auch Aber so als gute Freundin kannst du dienen. Das funktioniert dann schon. Ich meine das nicht. Ich bin auch seine beste Freundin. Ich habe mir selber ganz lange vorgemacht, ich wäre nur die Freundin und wäre gar nicht in ihn verliebt. Mhm. Und das hat jetzt aber einfach alles nicht mehr funktioniert, auch vor mir selber nicht mehr. Vielleicht ist das einfach so ein Typ, es gibt ja so Männer, die können nicht mit einer Frau zusammen sein, mit der sie einfach so auch, ich sag mal, seelisch, platonisch, intellektuell einen guten Austausch haben. Das schließt einander aus. Die brauchen dann so die Püppchen fürs Bett und für alles andere sind dann andere Frauen da oder Männer, Freunde. Könnte so sein. So was gibt es. Das ist auch sehr, sehr schwer daran zu drehen. Das ist, ich glaube,
Der eine ist so programmiert, der andere ist nicht so programmiert. Ja. Also es ist so, dass wir auch ab und zu miteinander schlafen. Er hat also derzeit keine Freundin und hat auch in der ganzen Zeit, also in den letzten 2 Jahren, in der wir wieder so viel Kontakt haben, auch keine Freundin mehr gehabt. Hast du mir gerade so zwischendurch gesagt, dass ihr auch ab und zu miteinander schlaft? Ja. Ich habe es gerade gar nicht richtig verstanden. Ja, das ist ja eine komische Beziehung. Ja, es ist alles ganz schwierig. Aber, Katrin, ja. Fakt ist, er sagt, er kann sich das nicht vorstellen mit euch beiden, wirklich als Beziehung. Nein, du? Und ich hoffe darauf, dass wir mit 80 doch gemeinsam auf einem Sofa sitzen. Sehr. Klingt kompliziert und nicht sehr gut für dich. Ja, ich habe unheimliche Probleme damit. Mein größtes Problem ist, könnte alles so laufen, wie es jetzt ist. Es ist wunderbar. In dem Moment, wo er eine Partnerin hat, sei die auch nur. Das ist der Punkt, genau. Und sei es auch nur, ich sag's mal ganz despektierlich, ein Betthäschen. Aber sie wäre da und du wärst eifersüchtig auf sie. Wenn er eine Partnerin hätte, wäre das mit dem Bett überhaupt gar nichts mehr. Also da bin ich überzeugt von. Er hat sich sehr verändert. Zwischen dir und ihm, ja, ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass er nochmal untreu wäre einer Frau gegenüber oder so. Also, es ist ganz schwierig, wenn du das wirklich realistisch abschätzen kannst, dass das so ist, dass er sich nicht auf dich einlassen möchte als Partnerin, ist wahrscheinlich der bittere Weg für dich, Abstand zu nehmen von dem Mann. Ja, ich weiß. Weil er dir nicht gut tut. Ich schaff's nicht. Er tut dir nicht gut. Jein. Ja, also als Freund, ja. Ich habe mit niemandem so viel Spaß wie mit ihm. Wir machen alles. Natürlich. Aber das ist ja das Fatale. Da ist auf der einen Seite diese Euphorie und das Tolle, aber auf der anderen Seite immer der bittere Beigeschmack und der Schatten. Es geht letztendlich nicht richtig mit uns beiden. Und dann ist immer der Schmerz da. Und immer wirst du letztendlich leiden unter der ganzen Geschichte und in der ganzen Sache. Ich meine, er sagt extreme Sachen zu mir wie, ja, er wäre mir ja treu und selbst wenn er eine andere Frau kennenlernen würde, dann müsste die mit unserer Beziehung, also wir führen ja eine Art von Beziehung, dann müsste er mit unserer Beziehung klarkommen, müsste diese Frau mit unserer Beziehung klarkommen, ansonsten würde er die ganz schnell. Ja, das sagt sich jetzt alles so leicht, wo keine Frau da ist. Und dann stellt sich auch noch die Frage, ob du mit der Frau in Beziehung klarkommst. Ja? Ich habe ihm gesagt, hätte er eine Freundin, würde ich mich direkt verabschieden. Geht nicht. Kann ich nicht ertragen. Dann solltest du dich vielleicht schon bald verabschieden, Katrin. Denn das ist eine Frage der Zeit, dann hat er eine Freundin. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich schaffe das einfach nicht. Also entweder irgendwann findet oder, einander oder er findet eine andere und ich muss mich dann verabschieden. Ja, weil letztendlich, manchmal braucht es einfach eine gewisse Entwicklung. Da kann man so per Ratio so etwas nicht entscheiden. Vielleicht muss einfach dieser Punkt kommen, dass er wirklich eine Freundin hat, dass du das dann siehst, es geht nicht mehr und du dich erst dann zurückziehst. Dass du es bis dahin noch so laufen lässt. Manchmal braucht man das. So hält das Leiden und die Freude einen Ausgleich. Ja, genau. So. Und dann wird das Leiden überwiegen. Ja, genau. So, das heißt, lass es so laufen, bis der schlimme Fall eintritt. Vernünftig wäre es früher, sich rauszuziehen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ja. Also ich war auch schon in psychologischer Behandlung, die Frau hat mir dasselbe gesagt und ich schaffe es aber nicht. Also, dann ist es noch nicht schlimm genug, wenn du es jetzt noch nicht schaffst. Nee, schlimm, wie gesagt, schlimm, wenn eine andere Frau da ist. Genau. Es ist halt so, wenn ich mit ihm unterwegs bin, er nimmt kein Blatt vom Mund, ich hatte auch zwischendurch einen Freund so und er sieht dann auch nicht an, warum er irgendwie ein Blatt vorm Mund nehmen sollte. Und wenn wir auf der Straße sind und er irgendwie eine hübsche Frau sieht oder so, dann sagt er mir das auch. Und dann geht bei mir direkt die Eifersucht. Ich glaube, Katrin, wir brauchen gar nicht weiter reden. Du weißt Bescheid. Dir ist die Sache vollkommen klar. Du musst irgendwann musst du für dich, da kann ja kein Mensch helfen, die Notbremse ziehen. So ist es. Ne? Mehr können wir gar nicht sagen. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ja, meine Liebe. Dir. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein sehr schönes Thema, auf das ich mich sehr freue. Das heißt nämlich, so ging's weiter. Morgen möchte ich gerne mit euch sprechen, mit denen ich schon mal irgendwann hier in dieser Sendung, sei es vor ein paar Wochen oder sei es sogar vielleicht vor 10 Jahren, gesprochen habe. Und ich möchte gerne wissen, wie es weiterging, wie sich eure Geschichte weiterentwickelt hat, wie es euch heute geht. Ihr habt mir damals etwas erzählt, wie geht es euch heute? Also wenn ihr gerne nochmal mit mir sprechen wollt, wenn wir schon mal miteinander gesprochen haben, dann meldet euch sehr gerne unter domian@wdr.de oder ruft morgen an ab 0 Uhr. Wie immer sind unsere Leitungen geschaltet. So ging's weiter. Das ist unser Thema morgen.
Und jetzt geht es weiter mit einer freien Themennacht und einer offenen Sendung. Und ich begrüße herzlich den Ralf. Hi Jürgen. Hallo Ralf. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Bitte? Um was geht's bei dir? Ich möchte ein bisschen über meinen Beruf erzählen. Der wäre? Ich bin Trauerbegleiter. Du bist Trauerbegleiter? Genau. Was ist das? Ich habe mich die letzten paar Tage immer wieder amüsiert über die Typen, die sich aufteilen, und war gleichzeitig sehr erschüttert über die Leute, konkret diese Frau, die ihren Mann gestern beerdigt hat, und der Kerl mit seinem Hund. Und ich wundere mich eigentlich, dass sich bei euch noch nie ein Trauerbegleiter live on air gemeldet hat. Also ich habe schon einige Male mit Bestattern gesprochen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Trauerbegleiter und einem Bestatter? Na, die Arbeit setzt eigentlich da dann an, also nach der Bestattung, beziehungsweise wenn ein Mensch krank war, nach dieser Betreuung setzt eigentlich die Betreuung der Hinterbliebenen ein. Wie sieht diese Betreuung aus? Also es ist ähnlich wie, also zu vergleichen mit einer Therapeutenstunde, wobei ich mich da distanziere. Ich bin weder Psychologe noch Therapeut, ich bin Sozialarbeiter. Ja. Und ich betreue die Leute, das heißt, ich bin einfach da und... Besuchst du die Leute zu Hause oder kommen die zu dir in dein Büro, deine Praxis? Zum Teil. Also ich gehe sehr gerne mit den Leuten spazieren, im wörtlichen Sinne. Ich gehe mit denen ein Stück Weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist oft leicht, wenn man nebeneinander geht, über Dinge zu sprechen, wie wenn man sich gegenüber sitzt. Das stimmt. So, also das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Es fällt mir sehr viel leichter, über zum Teil schreckliche Erfahrungen zu sprechen. Das heißt, du bist der Mensch, der dann einem anderen zur Seite steht, der jemanden, einen Angehörigen verloren hat, vielleicht auch keine Ansprechpartner hat in seiner Umgebung. Genau. Und der mit dir dann weinen kann. Genau. Der vor dir weinen kann, der erzählen kann von früher, aus dem Leben des Verstorbenen und so weiter. Ganz genau. Wie oft nach so einem Trauerfall, so in der Woche beispielsweise, triffst du dann einen Betroffenen? In der Regel einmal. Einmal in der Woche. Und wie lange dann? Eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, je nachdem. Ist ja auch nicht so viel, ne? Wenn man akut in einer Trauerphase ist. Ja, also bei Extremsituationen ist es sicherlich auch öfter. Aber ich muss natürlich, ich habe meistens mehrere Fälle gleichzeitig. Ja. Ich nenne es jetzt mal Fälle, obwohl ich sie nicht so behandle. Ich gehe mal davon aus, dass du das nicht, oder ich weiß es nicht, ich frage dich, du machst das nicht ehrenamtlich? Noch mache ich es ehrenamtlich. Ich bin jetzt dabei, das beruflich zu machen, sprich mein Geld damit zu verdienen. Achso, das heißt, man müsste dich dann dafür bezahlen. Genau. Was würde das kosten, jeder Besuch, jede Stunde? 25 Euro. Das übernimmt natürlich keine Krankenkasse oder so etwas, das muss man dann selbst bezahlen. Ja, ich sag mal zu 99% selbst bezahlen, aber es gibt Krankenkassen, die das schon erkannt haben, dass es sehr wichtig ist. Und dass es oftmals sozusagen die Stufe vor einer Therapie ist. So. Und die letztendlich natürlich auch viel günstiger ist. Wird denn so etwas nicht auch von den Kirchen angeboten oder von sozialen Einrichtungen? Ja, natürlich. Also, und das ist dann umsonst? Natürlich für den. Auch nicht immer. Also es gibt sehr viele Trauergruppen in der BRD und da wird immer ein kleiner Obolus verlangt. Und die Einzelarbeit, das weiß ich jetzt nicht, ob kirchliche Beratungsstellen da Geld nehmen oder nicht, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das dann vielleicht sogar ganz beruflich zu machen und damit dann auch Geld zu verdienen? Erstens durch eigene Trauererfahrungen. Ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben schon verloren. Und letztendlich, oder beziehungsweise auch oftmals die Sprachlosigkeit. Also ich bin schwul, ich bin in der schwulen Szene und ich erlebe halt oft, oder ich muss so sagen, die schwule Szene ist für mich so ein Querschnitt der Gesellschaft. Es gibt alle Schichten, es gibt sämtliche Persönlichkeiten und ich erlebe halt immer, dass nach einem Todesfall ist, zuerst große Betroffenheit ist, Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit ist und
da setze ich dann ein. Und ich bin früher sozusagen eben betroffen durch ehemalige Partner oder Freunde dazugekommen. Ja. Machen das andere auch schon in Deutschland? Ich sage es mal professionell. Gibt es das professionell? Ja, es gibt sehr, sehr viele. Sehr viele, ja. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich auch gewundert, dass ich noch nie jemand zu Wort gemeldet habe. Aber ich muss ja mal sagen, ich habe so ein klein bisschen so einen etwas irritierten Beigeschmack bei der Sache, aufgrund dessen, dass man das bezahlen muss. Du kommst doch bestimmt auch in Kontakt mit vielen Leuten, die eben dann nicht nochmal 25 Euro im Monat in der Woche hinlegen können für ein solches Gespräch und es dennoch sehr nötig wäre. Ich fände es fast sympathischer, wenn das im Rahmen einer großen Einrichtung, einer sozialen Einrichtung oder einer Kirche laufen würde, dass du von der Kirche bezahlt würdest und das dann quasi den Menschen als menschlichen Dienst anbieten würdest. Ja, das war vielleicht ein Stück weit ein Missverständnis, weil ich da eben nicht so ganz ausgeholt habe. Also das mache ich definitiv im Rahmen einer AIDS-Hilfe. Mhm. Ach so. Also weil beispielsweise gerade was AIDS anbelangt oder Krebs anbelangt, die Betreuung ja immer eigentlich dann mit dem Tod aufhört. Und deswegen gibt es auch immer mehr AIDS-Hilfen und eben soziale Institutionen, die das kostenlos anbieten als sogenannte Nachsorge. Ach, verstehe. Und du wirst dann von der AIDS-Hilfe bezahlt? Nein, das ist auch ehrenamtlich. Wofür ich bezahlt werde, ich mache auch Trauerreden. Das heißt, ich begleite sozusagen ab dem Tod Familien oder Partner, Hinterbliebene, und die bekommen dann von mir sozusagen ein Paket, also Begleitung vor der Bestattung, dann die Bestattung, wenn es keine kirchliche Bestattung ist. Mhm. Aber das kostet was. Und nach der Bestattung eben nochmal eine Betreuung. Aber das kostet was. Und das kostet. Mhm. Und sozusagen diese Einzelstunden, das ist sehr, sehr selten. Mhm. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache das 7 Jahre. 7 Jahre schon? Ehrenamtlich. Ah ja. Das heißt, da hast du sehr, sehr, sehr viele und sehr viel traurige Dinge erlebt schon in diesem Jahr. Ja. Kannst du dich erinnern, was der, vielleicht kann man das gar nicht sagen, aber ich frage dich trotzdem, was für dich der erschütterndste Fall war, der dir auch sehr, sehr zu Herzen gegangen ist? Da gibt es so viele. Mhm. Nee, kann ich so eigentlich nicht sagen. Würde mir ad hoc keiner einfallen. Mhm. Also es sind eigentlich die Fälle, in denen der Tod ganz plötzlich eintritt. Ja, ja. Wie man so schön sagt, so mitten aus dem Leben gerissen. Ja. Und die Fälle, bei denen es mir schwerfällt, sind natürlich Bekannte und Freunde. Natürlich. Da merke ich schon, natürlich, ja, dass die Professionalität nicht zu 100% da ist, weil natürlich die eigene Betroffenheit auch da ist. Du bist ausgebildeter Sozialarbeiter, hast du gerade genau gesagt. Was ist so deine Rolle in dieser Trauerbegleitung? Ich würde sagen, ich bin Freund. Ich ersetze einen Freund. Ich bin einfach da. Das heißt auch, das Zuhören ist ganz wichtig? Ja, wollte ich eben sagen. Ich höre einfach ganz, ganz lange zu. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, oftmals ist es ja heutzutage so, dass wenn eine Frau ihren Mann verliert, dann arbeitet sie nach 3 oder 4 oder 5 Tagen wieder, wenn sie nicht einen Arzt findet, der sie noch eine Woche krank schreibt. Mhm. Und ich erlebe halt sehr oft Hinterbliebene, die darüber traurig sind, dass sie immer so gut gemeinte Ratschläge von anderen kriegen, von Kollegen oder sonst was, und aber eigentlich völlig einsam, überfordert und traurig sind. Wahrscheinlich solche schrecklichen Sprüche zu hören bekommen, das Leben geht ja weiter. Genau, und es wird schon wieder, oder stell dich nicht so an, also das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, was du da machst, und als eine sehr belastende Tätigkeit. Hast du nicht jedes Mal Angst, wenn du das erste Mal dann in ein Trauerhaus gehst und zum ersten Mal wieder konfrontiert wirst dann mit dem, was geschehen ist? Nein. Also ich hab meine Mutter 4 Tage beim Sterben begleitet, und da ist für mich eigentlich so der Groschen gefallen. Meine Mutter ist sehr, sehr schwer gestorben, und ich weiß, dass meine Mutter mit mir 2 Tage in den Wehen lag. Und ich war noch nie in meinem Leben so in der Gegenwart wie in diesen 4 Tagen. Mhm. Und ich habe für mich so gedacht, also es war sehr, sehr schön und es war sehr, sehr hart. Mhm. Und ich habe gedacht, es muss einen Sinn haben, das Ganze. Es muss für mich einen Sinn haben. Und der Sinn wäre? Der Sinn wäre, dass ich die Kraft, die ich da entwickeln kann, weitergebe. Mhm. Und ich habe keine Angst. Also weil ich
sorgt gut für mich, ich mache viel Sport, ich habe einen festen Freundeskreis, ich bin sehr viel allein im Wald. Also ich finde für mich Formen, damit umzugehen. Also es ist nicht so, dass diese sehr wichtige Arbeit dich so belastet und so aussaugt, dass du eigentlich so in deiner Freizeit sehr traurig und sehr finster geworden bist. Nee, nein, nein. Auf keinen Fall. Nein, nein, ich war früher schon der Klassenkasper und da bin ich heute auch noch. Also ich habe da wirklich so zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Und nee, überhaupt nicht. Sonst könnte ich das auch nicht machen. Was gibt dir Kraft in dieser Arbeit? Über das Erlebnis hinaus, was du von deiner Mutter gerade erzählt hast. Es sind die Kleinigkeiten im Leben. Also wie gesagt, ich bin sehr fest verankert in der schwulen Szene und ich mache auch gerne Party. Und ich denke mir oft, dass es sehr oft in der Gesellschaft sehr oberflächlich wird. Es gibt kein sexuelles Tabu mehr auf dieser Welt, aber Trauer ist meines Erachtens nach das größte Tabu. Das finde ich auch, ja. Und wie gesagt, man kennt 5 Millionen Praktiken, die man gar nicht wissen will. So, aber über Trauer redet niemand. Und letztendlich gibt mir Kraft sozusagen, dass ich weiß, dass diese Aufgabe wichtig ist und dass das auf uns alle zukommt. Ja, und ich finde das auch eine ausgesprochen sinnvolle Arbeit, die du da ausübst. Denn du hilfst Menschen in unter Umständen der schwierigsten Lebensphase, in der sie sind. Ja. Wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben. Ja. Und so traumatisiert ist man wahrscheinlich kaum sonst im Leben. Und wenn man dazu beitragen kann, da etwas zu helfen, ist das schon eine tolle und sehr sinnvolle Arbeit. Danke. Ich finde das toll, dass du das machst und finde es auch sehr schön, dass du angerufen hast. In der Tat hat das so noch keiner hier erzählt. Ja. Was mich auch wirklich wundert. Lieber Adolf. Also vielleicht zum Schluss noch. Ich spüre gerade in der Trauer, in Trauerphasen spüre ich gerade Leben. Gerade durch diese Erzählungen werden Menschen, also mir auch sichtbar. Ja, und ich stehe oftmals sehr ungläubig da und denke, Wahnsinn. Also, weil man einfach sozusagen Trauerzeit, finde ich, ist so eine Zeit von intensiven Gesprächen und Nachdenken über... Vielleicht eine Frage von mir auch noch zum Schluss. Merkt man da oder merkst du Unterschiede? Trauern Frauen anders als Männer? Junge Leute anders als ältere Leute? Junge und ältere würde ich nicht sagen, aber Frauen und Männer trauern ganz klar, also meiner Meinung nach ganz klar anders. Männer sind so die Praktischen, also die müssen was tun, die müssen agieren, die reden schwieriger. Also das merke ich, dass ich zu Männern schwierigeren Zugang finde. Die sagen, mir geht schlecht, aber das war's dann. Verstehe. Das ist bei den Frauen anders. Genau, und mit den Frauen kann ich eher reden, aber mit den Männern komme ich ins Tun. Und wenn es ein gemeinsamer Fitnessstudio-Besuch ist. Was ja auch okay ist. Eben, das ist halt, absolut. Da ist absolut. Jeder anders. Absolut. Lieber Ralf, nochmals vielen Dank für deinen Anruf und weiterhin alles Gute und viel Kraft für deine so wichtige Arbeit. Ja, vielen Dank. Dir einen alles Gute. Schönen Urlaub. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke, tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt gibt es eine Domian-Sonderpostecke. So will ich das mal nennen. Der Ralf hat das gerade schon angedeutet, und zwar geht es um einen Fall, den wir vorgestern hier hatten. Es hat jemand angerufen, der erzählte, dass er seinen Hund 90 Minuten lang im Auto gelassen hat, mit geschlossenen Scheiben, und der Hund hatte die Leine noch um. Und als der Anrufer dann nach 90 Minuten zurückkam, hatte der Hund sich stranguliert im Auto. Und wir haben sehr, 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 sehr viel Post bekommen auf dieses Telefonat. Und ich möchte euch jetzt mal einige Mails daraus vorlesen. Das ist sehr interessant auch für uns, wie unterschiedlich Gespräche und Interviews auf das Publikum wirken können. Und wie unterschiedlich auch Aussagen von mir aufgenommen werden, wiederum von den Zuschauern und Zuhörern. Ich möchte das nicht kommentieren, was ich jetzt vorlese. Das ist, ich würde sagen, das macht euch selbst ein Bild und ihr könnt das sicher dann auch entscheiden, wie ihr denkt und welche Position ihr habt. Also wir fangen mal an mit Doris. Doris schreibt, hallo Domian. Ich bin total empört. Wie kannst du mit dem armen Anrufer so hart ins Gericht gehen? Ja, dass der Hund offensichtlich im Auto erstickt ist, tut auch mir leid. Aber er ist und bleibt ein Tier.
Himmel nochmal, und dein Anrufer ist ein Mensch. Er war so verzweifelt, dass ihm die Sache mit dem Hund passiert ist. Und was machst du? Du holst die Moralkeule heraus und schlägst dich auf die Seite eines nun mittlerweile toten Tieres. Davon wird der Hund auch nicht wieder lebendig. Julia aus dem Ruhrpott schreibt: Lieber Jürgen Domian, ich bin erschrocken über Ihre Zuwendung, die Sie dem jungen Mann entgegengebracht haben, Ihrem Anrufer. Er müsste angezeigt werden und Sozialstunden im Tierheim ableisten. Sie hätten ihn mit seiner Schuld alleine lassen sollen, damit er genauso leidet wie dieser arme Hund in dem Auto. Dann Kai Niklas aus Badenweiler schreibt: Hallo Domian. Ich bin an die Decke gegangen, als ich die Geschichte mit dem erstickten Hund gehört habe. Wie kann man ein Tier so quälen? Dein Anrufer, der mir mit seinem Gejammer tierisch auf die Nerven gegangen ist, sollte sich selbst mal 90 Minuten in ein geschlossenes Auto ohne Frischluftzufuhr im Sommer setzen. Übrigens, Domian, auch ein geöffneter Fensterspalt hätte dem Tier auf keinen Fall ausgereicht. Ich finde, du hättest den Typ noch härter rannehmen können. Der gehörte wegen Tierquälerei angezeigt. Dann schreibt ein Mensch namens Meredith: Hallo Domian, Leute, die in Not anrufen, dann nochmals schuldig zu sprechen, ist ja wohl voll daneben. Deine Aufgabe in deiner Funktion sollte eher sein, zu vergeben. Gut, dass die Sommerpause bald kommt, hoffentlich ändert sich währenddessen dein Weltbild. Janina, 31 Jahre, schreibt: Ich frage mich, ob Domian nicht etwas zu hart mit dem Mann umgegangen ist. Man kann durchaus mal vergessen, seinem Hund die Leine abzunehmen, wenn er ins Auto springt. Und genügend Luft war ja doch wohl doch vorhanden. Das ganze Telefonat über habe ich gehofft, dass Domian den Mann doch noch freispricht oder seine Schuld zumindest relativiert. Und dann noch eine Post aus Lüdenscheid von Paul. Der schreibt: Sehr geehrter Herr Domian, ich bin seit Jahren ehrenamtlich im Tierschutz tätig. Danke für Ihre genau richtige Reaktion im Fall des strangulierten Hundes. Dem armen Tier war es vermutlich zu heiß, es hat keine Luft mehr bekommen und dann ist es in Panik herumgesprungen und hat sich am eigenen Halsband erhängt. Sie haben den Täter, so nenne ich mal den Anrufer, im richtigen Ton auf alle Versäumnisse hingewiesen und haben ihm keine Absolution erteilt. Das finde ich genau richtig. Und bitte, liebe Leute, wenn ihr eure Hunde schon mal kurz, in Anführungszeichen, in Klammern ein dickes Ausrufungszeichen, also wenn ihr eure Hunde schon mal kurz im Auto lassen müsst, dann bitte den Wagen in den Schatten stellen, den Hund ableinen und mittels eines eingefügten Gitters an der Fensterscheibe für reichlich Luftzufuhr sorgen. So, ihr Lieben, das war eine Auswahl, nur eine kleine Auswahl von den Reaktionen, die ihr uns geschickt habt zu diesem Telefonat bezüglich des armen Hundes in dem Auto. Bildet euch selbst eure Meinung. Ich habe euch jetzt so einen Durchschnitt vorgelesen, wie unterschiedlich die Leute auf ein solches Telefonat reagieren. Ende unserer Postecke. Und jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter mit Juliana. Juliana ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Liebe Juliana, um was geht's bei dir? Und zwar würde ich sagen, ich bin faul. Du bist faul? Ich weiß nicht, wie ich es anders betiteln soll. Warum glaubst du, dass du faul bist? Und zwar, mir ist langweilig, aber ich tue trotzdem nichts. Also eigentlich müsste ich einiges machen in meinem Leben, ich müsste einiges hinkriegen. Mhm. Nur ich krieg's nicht auf die Reihe, weil ich... Was machst du denn so in deinem Leben? Du bist 21 Jahre alt. Ja. Was? Also bestes Beispiel im Moment. Ich habe mich für ein Studium als Industriedesignerin beworben. Ja. Musste dafür eine Mappe vorzeigen und eine Prüfung schreiben. Und die Mappe sollte man in 2 Jahren Zeitraum eigentlich erstellen. 2 Jahre? Manche oder ein Jahr, manche machen es auch in 2 Monaten. Mhm. Und ich habe es halt in den letzten 2 Nächten vor der Prüfung gemacht, also vor der Mappenabgabe. Ja, immerhin hast du es gemacht. Ja, aber ich meine, ich bin selbst dran schuld, wenn ich jetzt eine Absage bekomme, weil... Weil du es zu schnell hingesaut hast, das Ganze? Genau. Ah, verstehe. Also es ärgert mich, mich ärgert meine Faulheit, aber ich krieg's trotzdem nicht in den Griff. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Wie zeigt sich die Faulheit denn sonst noch so? Also
Ich habe zum Beispiel morgens keine Lust aufzustehen. Wie lange pennst du denn? Bitte? Wie lange pennst du denn immer so? 19 Uhr. Also es ist eigentlich noch in Ordnung, aber andere Menschen stehen um 6 Uhr auf oder um 7 Uhr. Du arbeitest nichts im Moment? Im Moment nicht. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen als Schreinerin, weil ich da keine Zukunft mehr gesehen habe, gerade als Frau, weil es dann doch sehr schwierig ist, einen Job zu bekommen nach der Ausbildung. Und, hört sich das nicht auch als faule Ausrede an? Ja, das jetzt nicht, aber ich habe meiner Mutter versprochen, als ich die Ausbildung abgebrochen habe, dass ich mir einen Job suche. Wie lange hast du denn die Ausbildung gemacht? Ein Jahr. Ein Jahr. Wie lange muss man sie machen? 3 Jahre? 3 Jahre. Ja, da war auch dann der Grund, eigentlich wollte ich das verkürzen auf 2 Jahre, weil ich mein Fachabitur habe. Das ging dann aber nicht. Damit war ich auch unzufrieden. Dann waren die Kollegen nicht unbedingt nett zu mir. Da kam einiges zusammen. Mhm. Von was lebst du denn im Moment? Im Moment von meinen Eltern. Von den Eltern? Das ist mir auch sehr peinlich. Das heißt, du wohnst noch zu Hause? Ja. Und die Mama gibt dir Taschengeld? Nein, um Gottes Willen. Also ich jobbe nebenbei. Ich habe einen, einen freiberuflichen Job, also als freie Mitarbeiterin. Und dadurch verdiene ich mir ein bisschen Geld. Ach so, das ist also dann quasi dein Taschengeld für Kleinigkeiten, die du dir kaufen möchtest. Aber Wohnung und Essen irgendwie so ist frei. Genau, Unterhalt bezahlt immer noch meine Mama. Und ich sehe, dass es Probleme gibt. Also wie gesagt, ich habe meiner Mama versprochen, dass ich mir einen Beruf suche oder einen Job suche. Kurz Zwischenfrage, ist die Mama wohlhabend? Nein. Nein? Nein, das ist sie nicht. Ist sie gar nicht wohlhabend? Nein, also was heißt gar nicht wohlhabend? Also muss sie schon so ihr Geld zusammenkratzen und muss schon aufgucken. Mein Papa ist Rentner. Ich habe noch eine kleine Schwester, die jetzt aus den USA wieder zurückgekommen ist. Das kommt dann auch noch dazu. Der Papa ist Rentner und die Mama arbeitet auch noch. Ja. Vollzeit? Halbtagsjob. Halbtags, ja. Mhm. Aber also es tut mir auch leid. Also ja, ich merke schon, ich muss nur so ein bisschen antitschen, dann spürst du schon gleich die peinliche Berührung. Genau. Ärgert mich, dass meine Mama für mich noch aufkommen muss. Finde ich auch. Dass ich nicht alleine leben kann. Finde ich auch. Ja, also es ist mir peinlich. So in anderen Bereichen auch so, in Freundschaften kann man ja auch faul sein. Und ja, ist das auch so? Zum Beispiel, ich komme immer zu spät. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Faulheitsgrund ist. Ja, glaube ich auch. Ich habe da keine Selbstdisziplin. Also eigentlich müsste ich irgendwie eine halbe Stunde vorher losfahren, aber tue ich dann doch nicht, weil ich dann erst eine halbe Stunde vorher mich fertig mache und dann eine Viertelstunde vorher losfahre. Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Da gibt es dann auch das Problem mit dem Thema Faulheit, weil ihn ärgert es unheimlich, dass er sich immer so anstrengt und ich mache halt gar nichts dafür. Für eure Beziehung, oder was? Nee, für die Beziehung gar nicht. Aber ich meine, er sieht halt, dass ich auch Erfolg habe ohne Anstrengung. Und dass du Erfolg hast ohne Anstrengung? Ja. Wo? In welchem Bereich? Also mir fällt immer sehr viel Glück in Schoß. Zum Beispiel, als ich die Ausbildung zur Schreinerin bekommen habe. Ich habe ehrlich gesagt nur eine Bewerbung weggeschickt und wurde direkt angenommen. Wo andere Leute 80 bis 100 Bewerbungen wegschicken. Und du führst es nicht zu Ende? Nein. So gehst du mit deinem Glück um? Ja. Ich meinte gerade in Beziehungen, man kann in Beziehungen und auch in Liebesbeziehungen auch sehr faul sein. Man kann sich bedienen lassen. Das weniger. Das nicht? Also in der Liebesbeziehung nicht, aber... Da strengst du dich schon ein bisschen an und bist auch eine Geberin und nicht nur eine Nehmerin. Ja, auf jeden Fall. Aber in anderen Beziehungen, wie gesagt, in Beziehungen zu meinen Eltern, es ärgert mich unheimlich, dass ich so faul bin und... Ich glaube, halt so meine alte Tante Trude würde jetzt sagen, dem Mädchen geht's viel zu gut. Ja. Ne? Wenn, das Mädchen sich selbst finanzieren müsste, dann wäre die anders drauf. Aber so kriegt die das alles hinten rein und die Mama wird's schon richten. Und dann, das war hart gesagt, aber ja. Ja, dann wirft man auch schon mal die Ausbildung hin und kümmert sich nicht um die Bewerbungsmappe des Studiums. Genau. Und solange das so weiterläuft und deine Umwelt dich so, du bist ja wie eine Made im Speck. Ja, eigentlich. Böse ausgedrückt. Ja.
ist das natürlich auch sehr schwierig. Ich meine, ja. Du hast, ich finde schon gut, der erste Schritt zur Veränderung ist ja immer die Selbsterkenntnis. Dass ja. du das so sagst, finde ich ja schon ja. mal gut. Könnte ja auch sein, dass du darüber gar nicht nachdenkst und das alles so laufen lässt. Ja. Das ist immer die erste Voraussetzung, dass man sich ändert. Ja. Der zweite Schritt, Juliana, ist immer verbunden mit eiserner Disziplin. Das stimmt. Da ja, kann aber man. Wie kriege ich die denn? Also ich meine, ich habe jetzt ein neues Vorhaben. Also ich hoffe ja, dass ich angenommen werde an der FH. Und wenn ich wirklich angenommen werde, dann werde ich umziehen, also ausziehen, werde dann zu dem Studienplatz ziehen in den Ort. Und hoffe halt da mein Leben. Ja, das finde ich ganz gut. Also ich glaube, dass man das schafft, indem man sich erreichbare Ziele steckt. Ja. Und dann kann man sich auch motivieren, erfolgreich oder auch ehrgeizig und diszipliniert darauf hinzuarbeiten. Ja. Wenn du jetzt da was hast, was ist das für eine Fachhochschule für? Industriedesign. Ach so, ich dachte, du seist abgelehnt worden. Nein, noch nicht. Ach so. Also der Bescheid kommt in einer Woche und ich hoffe halt, dass ich angenommen werde. Aber das ist jetzt noch was anderes als mit dieser Mappe. Nee, das ist dasselbe. Also ich muss dafür eine Mappe... Hast du nicht gerade gesagt, dass du abgelehnt worden bist wegen der Mappe? Nein, noch nicht. Ach so, da habe ich also wie gesagt, der Bescheid kommt erst in einer Woche. Ach so. Und bis dahin... Du hast doch gerade gesagt, dass die Mappe schluderig zusammengestellt worden sei und dass du es deshalb nicht bekommen hast. Nein. Nee. Habe ich das gesagt? Ja, oder ich habe es dann wirklich völlig falsch verstanden. Ach so, da besteht jetzt noch eine Hoffnung. Ja, genau. Und ich meine, also die Hoffnung, die ist dann halt wieder aufgegeben, wenn ich nicht angenommen werde. Beziehungsweise ich werde es im nächsten Jahr wieder versuchen. Nur hätte ich dann wieder ein Jahr Leerlauf. Ist klar. Aber für diesen schlimmsten Fall würde ich mir auch schon mal, das auch so eine Strategie, schon mal ein Konzept zurechtlegen, was du dann tun könntest. Also ich habe was im Hinterkopf, aber ich weiß halt nicht, ob das so schnell funktioniert. Was wäre das? Ich würde gerne ein halbes Jahr Au-pair machen in England oder in den USA. Finde ich nicht schlecht, Ja, lernt man auch soziale Kompetenz. Genau. Da lernt man nämlich auch, gegen den inneren Schweinehund anzugehen. Da hast du deine Aufgaben, da wirst du gefordert, da wirst du beobachtet. Finde ich auch eine gute Idee. Ja. Aber genau so funktioniert es. Genau so, Juliana. So kannst du solche Sachen bekämpfen, indem du dir immer wieder neue Sachen vornimmst. Ja. Und wenn die kleine eine Sache... Ziele wahrscheinlich. Bitte? Kleine Ziele wahrscheinlich. Genau. Und wenn die dann, wenn das eine oder andere scheitert, das gehört nun mal dazu, es scheitert bei jedem immer irgendetwas. Ja. Dann darf man sich nicht bräsig zurücklegen und nichts tun, sondern gleich was Neues wieder ins Visier nehmen. Nur so geht es. Ja, gut. Und immer mit einer gehörigen Portion sich selbst in den Hintern treten. Das stimmt, nur wenn ich das könnte. Ja, aber du bist ja schon sensibilisiert für dieses Thema. Das heißt, ich glaube, mittlerweile fällt dir schon auf, wenn du dich so verhältst. Ja, genau. Und dann stehst du vor dir selbst schon mal blöd da. Das ist schon mal gut. Ja. Und ich glaube, das ist so peu à peu, Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen fügt sich dann irgendwann. Ja. Man muss nur dranbleiben. Man muss dranbleiben und das erkämpfen. Ja. So, jetzt wünsche ich dir, dass du da auf der Schule angenommen wirst, auf der Fachhochschule. Ja, wenn das nicht klappt, dann knie dich sofort rein und bewirb dich als Au-pair, wo auch immer. Genau. Und dann raus aus dem elterlichen Haus, dass du auf eigene Beine kommst und dass deine Mama nicht für dich arbeiten gehen muss. Genau. Die hat in ihrem Leben wahrscheinlich schon genug gearbeitet und jetzt übernimmst du das. Der Meinung bin ich auch. So. Und ich glaube, die sollte sich auch langsam mal zur Ruhe setzen können. So, guter Satz. Ja. Juliana, dann wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Monique. Monique ist 22. Hallo Monique. Ja, hallo. Hallo Monique, was ist dein Thema? Also jetzt das letzte Wochenende, von Samstag auf Sonntag, ist mein Opa ziemlich plötzlich verstorben. Mhm. Wie alt war dein Opa, Monique? 70. 70. Er ist sehr plötzlich verstorben, sagst du. Er hatte keine Erkrankung, keine Vorerkrankung. Ja, gab halt ein paar Vorgeschichten. Letztes Jahr war ich das letzte Mal bei ihm im Urlaub, da er von meiner Oma getrennt lebt und ist dann halt nach Bayern runter, wo er sich schon immer wohlgefühlt hat. Und da bin ich ihn auch immer besuchen gefahren. Mhm. Und dann, als ich dann zu Hause war, ich glaube einen Monat später, haben wir halt einen Anruf bekommen. Man müsste abwarten, ob er die Nacht hat überlebt. Und ich bin am nächsten Tag mit meiner Mutter direkt hingefahren. Hat er dann nochmal gepackt gehabt, weil halt eine Herzkammer nicht mehr richtig geschlagen hatte. Und ja, dann kam er vor 3 Wochen oder 4 Wochen, also so
kurz vor Anfang des Monats kam er ins Krankenhaus nochmal. Mhm. Und ja, dann sind die Werte wieder alle in Ordnung gewesen. Er ist dann eigentlich vor einer Woche oder so aus dem Krankenhaus rausgekommen. Ach so. Sah ganz gut aus. Mhm. Und ja, dann halt über Nacht ist er wohl sehr friedlich eingeschlafen. Und das Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. In seiner Wohnung? In seiner Wohnung da in Bayern, genau. War er alleine? Ja. Ja, man hat ihn dann am anderen Morgen gefunden? Genau. Wer hat ihn gefunden? Wir haben versucht, ihn die ganze Zeit zu erreichen und dann haben wir halt in diesem, ist so ein Feriendorf ist das. Mhm. Und da ist halt der Hausmeister, zu dem hat mein Onkel halt einen guten Kontakt. Mhm. Und der hat den angerufen, er solle mal irgendwie bitte gucken gehen. Mhm. Wir machen uns halt Sorgen, wir kriegen ihn nicht erreicht. Mhm. Und er hat dann halt sich den Nachbarssohn geschnappt, da halt der Balkon offen stand. Und dann sind die reingeklettert. Sind sie halt mit herein und ihr habt dann die Nachricht per Telefon bekommen. Genau. Hm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Opa? Das war mein bester Opa, den ich überhaupt haben konnte. Hm. Also ich habe halt drei Omas und drei Opas und zu jedem habe ich nicht so einen Bezug. Also es hört sich selbst für mich ziemlich hart an, wenn ich sage, wäre es einer von den anderen gewesen. Das wäre halt zwei Tage gedauert und ich wäre wieder drüber hinweg gewesen. Hm. Aber das war eine besondere Beziehung zwischen euch beiden. Ja, also ich hatte Mittwoch noch mit ihm telefoniert, dann kam dann immer so dieses, ja, was macht die Liebe? Ja, ich glaube, ich muss dir mal einen ordentlichen Freund besorgen. Und hatte halt auch vor, also meine Eltern wollten jetzt eigentlich den kommenden Sonntag halt runterfahren. Mhm. Und ich wollte dann im Oktober halt runter. Und wie weit wohnt ihr denn entfernt voneinander? An die 600 Kilometer. Oh ja, das ist natürlich sehr weit. Ja. Wie ist das denn jetzt? Er ist am Wochenende verstorben. Wann fährst du runter oder warst du schon? Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war letztes Jahr im Sommer und letztes Mal gesprochen war Mittwoch. Achso, letztes Jahr im Sommer das letzte Mal gesehen? Mhm. Genau. Und wann fährst du jetzt wieder runter? Also ich hatte vor, im Oktober halt runterzufahren und weil halt da auch so, ich da auch Freunde habe und da so mein Reiterhof ist, wo ich mich halt sehr wohl fühle. Ja gut, die Situation ist ja nun anders. Wie wird er dort unten beigesetzt? Nee, also es wird hier gemacht. Ach so, das heißt, du musst gar nicht dort runterfahren, sondern der Opa wird dann zu euch in eure Gegend geholt. Genau. Und die Trauerfeier findet dann auch in eurer Umgebung statt. Genau, die wird dann bei uns so entweder hier im Dorf oder halt im Nachbardorf sein. Mm-hmm. Wie ist es dir denn dann die letzten Tage so ergangen, nachdem du diese schlimme Nachricht gehört hattest? An dem Tag selber habe ich halt das halbe Haus zusammengeschrien, weil ich es einfach nicht glauben wollte. Ich hab zwar viel geweint, aber halt noch nicht so wirklich realisiert. Viel mit meiner Mutter halt gesprochen, halt so, weil sie ja weiß, was er halt alles für uns getan hat und eigentlich nicht, ich habe nicht wirklich viel geschlafen, also ich kann abends, weiß ich nicht, was ich mit dem Tag anfangen soll. Mhm. Tagsüber geht's, weil hab ich viel Ablenkung und da mache ich auch immer einen auf stark und halt abends ist immer am schlimmsten. Verstehe, nee, nachts natürlich auch. Hm? Nachts natürlich auch. Ja, nachts ist richtig schlimm. Mm-hmm. Gibt es sonst jemanden in der Familie, den das genauso trifft wie dich? Ja, meine Mutter. Die Mutter, das ist also der Vater deiner Mutter. Genau. Mm. Kannst du denn mit deiner Mutter viel und intensiv darüber sprechen oder ist sie so schockiert, dass sie gar nicht besprechen will oder kann? Doch, also gestern haben wir, glaube ich, auch 2 Stunden draußen gesessen, halt nur darüber geredet. Mm-hmm. Wann ist denn jetzt die Beerdigung vorgesehen? Wir schätzen mal, dass es Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche sein wird, weil das Krematorium, weil er wollte halt verbrannt werden und das dann halt da unten in Bayern halt vonstatten geht und das Ganze dann hier überführt wird und da wissen wir halt nicht, wie lange das dauert. Die wollten sich dann halt melden. Mhm. Hast du Angst vor der Beerdigung? Ja, also ich hatte ja, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal angerufen, da meine beste Freundin damals vor 5 Jahren ermordet wurde. Da haben wir beide miteinander gesprochen. Genau, ja, nach dem Kirmesbesuch ist meine beste Freundin umgebracht worden. Mhm. Und
ja, da war das für mich schon so, dass ich damals bei der Beerdigung von meiner Freundin schon ziemlich teilnahmslos da stand und nicht realisiert habe, was gerade vonstatten geht. Also ich habe dann meine Freundin angeguckt, ich so, was machen wir hier? Die wartet auf uns, wir müssen. Mhm. Und dadurch, dass das dann so eine für mich so eine kleine Urne ist, habe ich da so meine Zweifel, dass ich das da irgendwie auch so richtig realisieren werde. Ich glaube, dass man sich da vorher gar nicht richtig drüber im Klaren sein kann, wie man sich fühlt bei einer solchen Beisetzung. Das kann man, glaube ich, nicht kalkulieren. Das muss man dann sehen, wenn es passiert. Und das kann ganz schlimm sein. Es kann auch sein, dass man da ganz, ganz tapfer mit umgeht. Es kann auch sein, dass man das alles nochmal ganz schlimm aufbricht. Es ist wahrscheinlich bei jedem Menschen völlig anders. Hast du Vorstellungen, hatte dein Opa besondere Wünsche, wie er beigesetzt werden möchte, so was die Zeremonie anbelangt, weißt du das? Also er hat immer gesagt, dass was meine Mutter und mein Onkel machen, da vertraut er denen. Also das macht mein Onkel mit meiner Mutter zusammen, die werden das besprechen. Wie das ablaufen wird, weil er hat immer gesagt, wenn er tot ist, merkt er sowieso nichts mehr. Und durch dieses Thema, da hat er nie wirklich gesprochen. Und er hat immer gesagt, er vertraut seinen Kindern, was die machen, ist schon in Ordnung. Das heißt, damals, das war ja nun auch eine ganz, ganz schlimme Sache, als deine Freundin ermordet wurde. Das liegt wie viele Jahre zurück? Dieses Jahr im September 5 Jahre. 5 Jahre. Dann bist du jetzt zum zweiten Mal mit so etwas ganz Schlimmem konfrontiert worden. Ja, ich hatte es gerade vor ein paar Monaten hinbekommen, sodass alles geregelt war. Ich damit mit dem Tod meiner Freundin zurechtgekommen bin. Es hat ziemlich lange gedauert, dass ich das verarbeitet habe. Mhm. Und kaum verarbeite, kommt der nächste Todesfall. Was auch halt relativ plötzlich war. Kannst du das nochmal in ein paar Sätzen erzählen, was damals passiert war? Also es war ein Bekannter, kann man auch nicht wirklich sagen. Also es war der Freund von ihrer damaligen besten Freundin gewesen. Die hatten keinen Kontakt mehr. Und sie wollte an dem Abend von der Kirmes, also sie wollte noch länger da bleiben wie ich, wo ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und der Bekannte ist dann irgendwie ihr hinterhergegangen, sie ist am Rhein entlang, also es war nicht weit von ihr zu Hause, sie musste über den Damm und dann war sie schon da gewesen. Und halt vorher, er hat halt immer gesagt, ja, ich habe keinen Hoch bekommen, sie hat sich darüber kaputt gelacht, ich habe ihr eine Ohrfeige verpasst, sie hat sich umgedreht und er hat gedacht, er wollte jetzt seine Freundin halt anrufen, um halt zu sagen, hier pass mal auf, dein Freund ist gerade fremd gehen. Dann hat er halt aus der Heimtücke sie von hinten mit einem Seil halt stranguliert. Und halt hinterher in den Rhein geworfen und in dem Wasser wurde wohl versucht noch zu atmen und dabei ist sie dann gestorben. Das konnte man noch rekonstruieren, dass sie im Wasser versucht hat noch zu atmen. Ja, weil es gab ja die erste Verhandlung, dagegen wurde angegangen, dann kam eine zweite und da sind viele, viele Fehler Vorschein gekommen, die damals gemacht wurden. Und damals hieß es auch, dass sie schon tot war, bevor sie ins Wasser kam. Und dann hieß es halt, ja, sie hat wohl noch 2 Atemzüge versucht. Ja. Der Körper wohl eine Reaktion hat, dass sich wie so Schaum in den Lungen bildet. Daran erkennt man das Wasser in den also Lungen. Also zwei sehr, sehr schlimme Sachen, die du jetzt mitmachen musst. Ja, halt am Freitag muss ich halt wieder arbeiten und habe ich auch schon so ein bisschen Bammel vor, so tagelang schlafen und dann vorm Chef stehen und vielleicht kannst du dir ja nochmal ein bisschen frei nehmen. Ich weiß ja nicht, wie das gehandhabt wird bei euch in deiner Firma. Ja, mein Chef hatte gesagt, ich soll es einfach versuchen, wenn es nicht geht, dann
Das ist ja schon mal eine ganz gute Ansage. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, arbeiten zu gehen, dass man dann in einer gewissen Weise abgelenkt wird. Man ist dann gezwungen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und vielleicht hilft dir das auch etwas weiter. Und was ich aber auch sehr gut finde, ist, dass du mit deiner Mutter sehr intensiv und eingängig darüber sprechen kannst. Ja. Und dann ist es halt eine sehr schwere Zeit, durch die man dann so durch muss und vor allen Dingen dann auch nochmal diese Beerdigung durchstehen muss. Genau. Hm. Liebe Monique, ich würde gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin, mit der Anja, sprichst. Ja. Ich wünsche dir für die nächste Zeit sehr viel Kraft. Ja, danke. Und dass du das Trauern für dich so hinbekommst, dass es dich nicht zu sehr kaputt macht und zu sehr auffrisst. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, ja, mach mit deiner Sendung so weiter, die ist super. Dankeschön. Sehr nett von dir, Monique. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Marion hier und Marion ist 42. Hallo Marion. Hallo Domian. Hallo Marion. Schön, dass es deine Sendung gibt. Ich gucke sie immer, wenn ich 40 habe. Dankeschön, sehr nett von dir. Vielen Dank. Um was geht's denn bei dir, Marion? Und zwar habe ich das zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Mhm. Was ist denn da los bei dir? Ja, und zwar habe ich einen Vorgesetzten, der sehr cholerisch ist und auch sehr jähzornig und seine Launen eigentlich immer an mir auslässt. Ist das dein direkter Vorgesetzter? Das ist, ja, wie soll ich denn sagen, so ein Abteilungsleiter halt. Also da mit dem hast du schon sehr viel jeden Tag zu tun? Ja. Und den siehst du jeden Tag? Ja. Mhm. Wie lange arbeitest du schon mit diesem Mann zusammen oder unter der Rigide dieses Mannes? Ja, so circa 1,5 bis 2 Jahre. Und geht er nur mit dir so schlimm um oder auch mit den anderen? Eigentlich, also ich denke mal, also von meinem Gefühl her geht er mit mir am schlimmsten um. Hast du eine Idee, woran das liegt? Ja, keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass ich, weil ich sehr zurückhaltend bin, ich frage immer höflich und ich gebe immer korrekte Antworten eigentlich. Mhm. Aber wenn ich irgendwo frage, kriege ich immer entweder gar keine Antwort oder eine schlimme Antwort oder werde angeflaumt. Mhm. Also, eigentlich kann ich nie was recht machen, obwohl ich mich permanent bemühe. Und in der Kritik, die er äußert, der übt dann Kritik an deiner Arbeit, an deiner Arbeitsqualität? Ja, so indirekt mehr. Ja. Obwohl ich eigentlich, ich sag mal, mit den anderen im grünen Bereich schwimme. Mhm. Das sagt mir zumindest dann immer noch ein höherer Vorgesetzter. Sind es denn manchmal auch persönliche Dinge, weswegen er dich dann so anflaumt? Und nein, eigentlich nicht. Also es sind immer schon berufliche Sachen, wo er dann so das... Genau. So eine Kleinigkeit sieht und die dann sehr aufbläst, das Ganze. Genau. Mhm. Macht er das vor anderen Leuten oder bist du dann ja, alleine macht bei... Macht er vor anderen Leuten. Ja. Ach, das heißt, die anderen kriegen das mit? Die anderen bekommen das mit. Und so verhält er sich, wie du gerade gesagt hast, den anderen Leuten gegenüber nicht? Und teilweise auch unbeherrscht, aber wie gesagt, von meinem Gefühl her aus ist das für mich, also wo ich denke, mit mir treibt er das am schlimmsten. Mhm. Du hast gerade so gesagt, du bist so eine stille, ruhige Person. Ja. Das heißt, du hast dich noch nie gewehrt. Nee. Du hast noch nie immer Kontra gegeben. Nee. Sodass er das Gefühl hat, auf der kann man rumtrampeln. Ja, so in etwa. Mhm. Ja, nur ist das, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich sag mal, diese Mobbing-Geschichten, die ziehen sich bei mir eigentlich von der Kindheit an bis zum heutigen Zeitpunkt. Hm. Wie kommt das? Ja, es fing schon eigentlich zu Hause an. Das war meine Mutter, die war sehr dominant. Mein Bruder, der hat immer auf mir rumgetrampelt. So, nun bin ich im Prinzip der Außenseiterfamilie, weil ich ja einen anderen Vater habe, der sehr gewalttätig, sehr, der hat sich damals totgetrunken und ist ja zeitig gestorben. Mhm. So, ich bin im Prinzip eine Außenseiterfamilie. Meine jüngste Schwester ich war 7 Jahre, meine jüngste Schwester war 6 Jahre, ist sie gestorben. So, danach veränderte sich meine Mutter sehr mir gegenüber, weil ich glaube, sie hätte lieber mich tot gesehen als meine jüngste Schwester. Mhm. Und ja, dann fing das in der Schule an, dass ich eben halt sehr
mit dem Tod meiner jüngsten Schwester beschäftigt war, dadurch sehr stark in Leistung abgesackt wurde. Dadurch habe ich natürlich auch wieder Angriffsfläche den anderen Schülern gegenüber. Ich verstehe, dass dieses Verhalten, dieses sehr stille, zurückgenommene Verhalten halt sehr weitläufig begründet ist in deiner Biografie, was früher passiert ist. Was sagen denn die anderen Kollegen? Sind die dann auch empört, wenn die mitbekommen, dass er dich dann so ungerecht behandelt? Sie finden es nicht richtig, aber es tut keiner so richtig, dass mal einer dagegen auftritt oder so, weil im Stillen hoffen sie auch, und es könnte meinen Arbeitsplatz bedeuten, wenn ich jetzt hier irgendwas sage. Oder, weißt du, Marion, in erster Linie finde ich es wichtig, dass nicht die dagegen sich aufrichten oder etwas tun, sondern du selbst. Ja, ich habe schon mit anderen mit höhergestellten Vorgesetzten gesprochen, aber so richtig passiert da auch nichts. Weil er kann sich sehr gut verkaufen, das kann ich nicht. Ja, das heißt, du hast mit einem anderen Chef, also einem höhergestellten schon genau die Situation besprochen, wie sie jetzt... Ja. Ist das ich habe auch schon selber mit demjenigen gesprochen, gerade über seine Wutausbrüche, wenn er dann schon mal was wirft oder so, dass mir das sehr viel Angst macht, weil ich das ja schon mehrere Male erlebt habe. Ist das eine größere Firma, in der du bist? Nein, ist eine kleinere Firma. Es gibt also keinen Personalrat, Betriebsrat, sowas gibt es gar nicht. Bist du in einer Gewerkschaft? Nein. Nee. Das ist natürlich immer schlecht. Das ist verpönt bei uns. Also das könnte mich unter anderem vielleicht meinen Job kosten. Ach so, das ist sogar verpönt. Na, das ist ja eine dolle Firma, wenn die Gewerkschaft schon verpönt ist. Ja. Das ist schade, weil in größeren Firmen kann man sich da viel besser zur Wehr setzen über Gewerkschaft, Personalrat, Betriebsrat und so weiter. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig für mich zu beurteilen. Grundsätzlich würde ich dir auch so in Anlehnung an dessen, was du von deiner Vergangenheit erzählt hast, dringend raten, dass du etwas selbstbewusster auftrittst und auf dein Recht pochst. Ja, aber da ist einfach schon die Angst dabei. Mache ich jetzt den Mund auf, dann fährt er mir wieder über den Mund. Er respektiert mich nicht. Nur ist er ja auch viel, viel jünger als ich. So, und ich habe teilweise das Gefühl, dass ich sein persönlicher Fußabtreter bin. Dass er alle das, was er jetzt an schlechter Laune schon mitbringt am Tag. Also, wir müssten es hinbekommen, dass wir dich zu mehr Selbstbewusstsein trainieren. Das wäre genau der richtige Punkt. Dass der einfach kapiert, mit der kann ich das nicht so machen. Die wehrt sich und da ist richtig Ramazamba, wenn er dich ungerecht beurteilt. Aber ich weiß, dass das natürlich eine schwierige Sache ist mit der ganzen Geschichte im Hintergrund. Mein Mann unterstützt mich sehr. Also er baut mich dann schon immer wieder auf, wenn ich traurig oder... Ja, um Trösten geht es nicht. Es geht nicht um Trösten. Es geht um Trainieren, wie kann ich mich wehren und was kann ich tun? Und was kann ich in der Situation auch tun? Ich würde gerne vorschlagen, weil die Sendung jetzt vorbei ist, dass wir dich jetzt gleich in Ruhe nochmal anrufen und darüber noch eingehender sprechen. Okay? Okay. Dann legst du bitte auf, Marion, und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Stefan Weitershagen und morgen heißt unsere Sendung So ging's weiter. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier gesprochen habe, vor langer Zeit vielleicht sogar, und ich frage euch, wie geht es euch heute und wie ist eure Geschichte weitergegangen? Wie hat sich alles weiterentwickelt? Ihr könnt euch per Mail melden, domian@wdr.de, oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und dann sind wir um 1 im Radio bei 1 Live, bei 1 Festival und im WDR Fernsehen, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.